geht. Ich verstehe ich nicht, ganz ehrlich nicht. Es ist mir zu hoch. Was kann man da gemacht, ne? Es ist einfach. Muss ich nicht verstehen, echt nicht. Heute ist Donnerstag, morgen muss er arbeiten wieder. Dann kann sie heute mit Lissy mal ein bisschen was machen. Und die wollte ja Lissy ausführen auf jeden Fall. Die wollte ja Lissy bestimmt was ausführlich was erklären. Ah. Oh Mann. So. Ja, Rex, was hat er denn? Zerstörung ist wieder gut. Das auch. Ja, dann kann Lissy mit beste Freunde. Ja, ich meine, das kann sie ja machen. Also. Mit Tortenlasser noch. Sieht näher eigentlich aus, ne? Dann auch Hunger, aber. Ne. Steht da einer von Dings hier? Nee, ne? Nee. Der kloppt auf der Schüssel rum mit einem Hammer, Alter. Da macht man sie ja kaputt. Das ist doch Porzellan. Kannst du nicht mit dem Hammer raufkloppen. Naja, bei Sims verstehe ich manches sowieso nicht. Das ist Lissy, oh. Anbellen, achso. Danach können sie ein bisschen rumblödeln, einfach. Dann geht ja schon. Also langsam bändeln sie sich auch. Oh, die bändeln sich aber ganz schön schnell an. Schon. Also. Na gut, so oft wie die interagieren, das. Ist ja normal, ne? Wie lange klopfst denn da noch auf der Schüssel rum, Alter? Ich will das gar nicht wissen. Keine Ahnung. Modi, machst du jetzt Harndrang? Ja, auf die Schüssel kannst nicht gehen. Da kloppt gerade dein Kumpel rum. Kannst auch ein Pissoir benutzen einfach mal. Aber es geht nicht. Wäre mal lustig eigentlich. Lissy? Da hinten, das spielen sie rum. Was zum... Wieso liegen da denn die Rechnungen rum? Was ist mit dem Briefkasten los? Die geht schiffen, ja. Dann kannst du auch mal die Rechnung bezahlen. Einfach. Na gut, 1000 noch was. Pff, da kacke ich drauf. Alter. Was? Ja, Rechnung gut zahlen. Die 1000 Euro, die kriege ich ja ganz schnell wieder rein. Also. Ein paar Bilder verkaufen oder ja, arbeiten und ja, kriege ich einen Tag wieder rein, auf jeden Fall. So, mal fertig da. Das nervt. Wenn du schon da hämmern musst, mach doch mal einen Beat mit. Weißt du, dann wird sich das auch lohnen, aber. So, ich meine. Halte ich da nicht viel von. Eigentlich kann Mutti ja auch mal im Park gehen mit Lissy eigentlich. Kann die eigentlich mit beiden eigentlich im Park gehen? Wie geil sieht das denn aus? Das ist ja lustig. Als wenn Rex sagt, komm, lass sie knutschen. Ja, so. Die Mutti.
Ja, Fernseh gucken ist ja eigentlich super, aber die wollte ja eigentlich Lissi ausführen, ne? Was? Rex seine Hand schnüffeln lassen. Das kann sie eigentlich, kann er eigentlich ja erst mal machen. Dann geht das mal weg hier. Dann Zuneigung. Hand beschnüffeln lassen. So. Na gut, die rennt hier gerade raus, denn aber auch. Ist ja nicht so schlimm, ne? Das ist ja beschnüffelt werden. Was? Ein paar lokale Arbeitgeber haben sich bereit erklärt, Schülern die Chance zu geben, ein wenig in das Berufsfeld hineinzuschnuppern. Der arbeitet doch schon. Du hast die Möglichkeit, am Standort Volkhulkom Towers zu arbeiten. Du kannst dir etwas Geld verdienen und gleichzeitig deine Schulleistung verbessern. Ich hab schon eine Arbeit, Alter. Vergiss es. So, Lissi. Ach nee, die muss ja da bleiben. Stimmt. Hä, wieso hat die, haben die beide jetzt gekriegt? War das jetzt ein Bug? Naja. Na, der wollte ja Mutti auch beschnüffeln, das stimmt. Ja. Die feiste Lizzie. Nee, baden, Spaziergang mit Ziel in den pa Hundepark. Eigentlich wollte ich an den Park gehen, aber. Hundepark wäre eigentlich super. Dann kann sie Lissi nämlich noch was beibringen. Eigentlich müsste das ja Dings beibringen, aber dafür ist, glaube ich, die ja, die Bindung, die ist nicht noch nicht so gut wie ja. Wie sie soll. Der kann man nach Hause. Komm Rex, beweg deinen feisten Arsch in die Wohnung. Der kloppt da immer noch aufs Klo rum, Alter. Hunger, Energie, Harndrang. Ja, was kann er jetzt noch machen, der Kleine? Kann er draußen, können die das auch selbstständig machen? Ich, keine Ahnung. Loch graben, hinlegen, Nickerchen machen, schlafen, hingehen. Jagen, da müsste einer Jagen beibringen oder so. Das kann der Dings fertig machen, wenn er gleich fertig ist. Denke ich mal, dass er gleich fertig ist. Jupp. Der ist auch gleich fertig. So, Papa-Forschungsobjekt Toilette verbessert. Das Gefühl von Stolz, Eigenwilligkeit in Gegenständen. Ach, das kennen wir ja. So, der feiste Vater. Oh, der muss das feiste schnabulieren gerade. Mensch, der soll doch mal. Der kann erstmal Spaghetti essen. Ins D kann er sich später mal reinknallen. Jo. Die sind jetzt im Park. Rex langweilt sich. Na, die sind ja weit gekommen, ey. Macht die denn da? Kackt die auf den Bürgersteig? Nee. Naja. Nur ess mal zu, Mensch. Du sollst mit. Warte mal. Eigentlich Zuneigung. Hand büschen lassen, dann einen Trick beibringen. Den Trick nicht jagen beibringen. Kann man das?
Genau, jagen beibringen. Juhu. Wäre super. Das wäre doch super. Weil eigentlich müsste er ja Genie haben, oder? Er spielt... Ja, Genie hat er. Das ist super. Ja, natürlich auf Klo. Das ist ja ganz normal. Was? Beschnüffeln. Hier hat er selbstständig gemacht, wie geil. Das war eine geschenkte Dings. Das war geschenkt. Du sollst ihn doch einen Trick beibringen, sollst ihn doch Jagen beibringen, dass er ein bisschen jagen kann. Die Fahrgemeinschaft noch fährt für in einer Stunde, ja natürlich. Das weiß ich doch. Was macht die eigentlich? Ach so, die ist ja mit Lissy in den Park gegangen. Spaziergang mit Ziel. Wo wollen die eigentlich hin? Wollen die in den Park? Ja, ne? Ich weiß gar nicht, was ich ausgewählt habe. Als zum Buddeln? Hm, ich weiß ja nicht. Da rennen die ja so lange auch, ne? Alter, ist das eine scheiß Mucke, Alter. Das ist so ekelhaft. Die Mucke, Alter. Geh gleich mal weg hier. Alter. Das ist ja ekelhaft. Selga Departure. Where's the Torsi? Scheiß drauf. Der soll jagen lernen. Narpu? Baschen. 798. Lern jagen! Wapana? Gorsihu! Kupazdi? Oder Selga Debarchu? Nutuwasa? Juhu! Rex voll vom Stuhl hat jagen gelernt. Aufgepasst, die allen versteckten Dinger. Rex voll vom Stuhl wird euch schon aufspüren. Das ist super. Und alle Rassen können jagen lernen. Mit dem richtigen Training ist bald jede Hundeschnauze in der Lage, seltenste Sammelobjekte in der Nachbarschaft zu erschnüffeln. So, das ist super. Außer Chipstüten, das ist nicht gut. Was war das denn gerade? Das sah ja süß aus. Er hat beigebracht, ja, zu jagen. Man kann jetzt kaum erwarten, was für lustige Sachen Rex Falschstuhl zur Strecke bringt. Volle Power! Dein Fitnesstrainer meint das nächste Level. Nein. Was war das denn gerade? Wie hat sich das denn angehört? Das war ja gruselig. Alter. Haben wir das komische Geräusch? Das war nicht so ein Kreischen, sondern so ein... Also weiß ich nicht, aus in einer Sterben oder so würde, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, muss kaum erwarten, was denn, ja. Ist mir wurscht. Der Sohn hab ich da ein paar Bilder mal, ne? Wäre super. Oh, das sieht immer so süß aus. Das ist ja süß. Level 2. Super. Kann er mal lassen?
Dann kann er mal ein Leckerchen geben. Auf jeden Fall. Oh, gut, da Zerstörung ziemlich weit runter. Ja, obwohl geht. Ich muss den irgendeinen noch. Wegen Zuneigung und so, weil jagen geht es. Ja, Sammeldecker schnüffeln. Super. Was? Edelstein finden. Ja. Wo rennt er denn hin? Der soll doch hier aufs Gelände und das ist ja nicht auf dem Gelände. Der Papa, der kann mal wieder ein feistes Bild malen. Oder duschen. Duschen wäre schön. Abstrunzen auch. Und ja, dann kann das kann auch ein Bild malen auf jeden Fall. Wo sind die Alte jetzt? Alter, wie lange rennen die denn? Das ist unnormal. Alter. Renn nicht so schnell. Ja, Wackelmampen Schmetterling, das ist. Nein. Was macht denn der da? Achso. Was? 10 Objekte verbessern. Ich weiß ja nicht. Pfütze aufwischen? Hat er da... Bah. Das tropft alles runter. Man pisst ja auch nicht so viel, ne? Oh, dann lasse ich das mal. Dann könnte er das... Bett machen. Joa. Den kann er mal säubern, das Marken los und dann kann er die Pfütze mal aufwischen. So. Das tropft alles runter. Bah. Wie ekelhaft. Der steht in seinem eigenen Siff jetzt gerade. Bah. Das ist so widerlich. Na, schon was gefunden, Rex. Der wird der Meisterschnüffler, glaube ich, Alter. Dem werde ich das so beibringen. Graben auf dem Gehweg, genau. Nee. Wollte schon sagen. Das auf dem Gehweg gerebt. Das wäre ja mal extrem strange. Level 3, das ist ja super. Man lernt da schnell. Ich meine, gut, er soll so auch ein Genie sein und alles, ne? Aber dass er so schnell lernt. So. Dann kannst du mal deinen feisten Pinsel schwingen. Nein, nicht was ihr schon wieder denkt, sondern... Was? Verkaufen. Ist er schon fertig? Ich habe noch jede Menge Bilder im Inventar, ne? Was mich sehr stutzig macht. Zum Verkaufen hier hinziehen. Sechshundert, Alter. 300. 800. Der mag. Der kann auch mal wieder malen hier.
Malen. Groß.